Gerade in der Naturfotografie hat man häufig den Effekt, dass ein wunderschöner Himmel mit spannenden Wolkenformationen sauber abgebildet ist. Der Rest, wie Bäume, werden aber verschluckt. In Photoshop Elements kann man das mit der Tonwerkkorrektur sehr einfach abbilden. Uli Steiger zeigt Ihnen eine sehr effektive Vorgehensweise, um sich einem natürlichen Ergebnis zu nähern. Viel Vergnügen mit dem nun folgenden Film. Präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Dunkle Schatten und helle Lichter kann man mit dem Befehl Tiefen Lichter gut in den Griff bekommen. Lernen Sie, wie man den Befehl sinnvoll anwendet und verloren geglaubte Tonwerte rettet. Betrachten wir mal diese Ebene 1, die ich doch am besten gleich mal in Panorama benenne. Dann würde ich sagen, sieht der Himmel schon ganz gut aus. Das könnte man schon beinahe so lassen. Was mir noch nicht gefällt, sind die dunklen, viel zu dunklen Tonwerte hier im Grün. Das hat man leider relativ häufig, dass dunkle Grünwerte gerade in so einer Gegenlichtsituation, Laub oder Nadelwald wie hier, sehr, sehr tief dunkelgrün wiedergegeben werden. Ja, das ist nicht wirklich schön. Es ist zwar sehr stimmungsvoll, aber es ist eigentlich nicht das, was wir haben wollen. Es entspricht vor allem nicht dem Augeneindruck, wenn man diese Szene in Natura sieht. Also müssen wir da ein bisschen nachhelfen und dafür sorgen, dass wir mehr Transparenz hier in den Vordergrund reinbekommen, dass helle, von der Sonne beschienene Blattteile und Vegetationsteile auch wirklich heller aussehen. Es gibt da im Menü Überarbeiten das Untermenü Beleuchtung anpassen und dort drin findet man Tiefenlichter. Allein das Anklicken dieses Befehls hier, das ist schon ein Aha-Effekt für sich, denn es gibt hier diese Voreinstellung von Photoshop, die Tiefen grundsätzlich um 25% aufhält. Und jetzt sieht man schon, in diese Richtung könnte es gehen. Damit könnte ich doch schon eine ganze Menge mehr anfangen. Na, jetzt empfehle ich Folgendes, diese drei Regler getrennt nacheinander durchzugehen und sie sowohl zu untertreiben als auch zu übertreiben, um möglichst einen genauen Punkt hier zu finden. Also untertreiben würde heißen, so, das bringt noch nicht besonders viel hier unten unterhalb von 10%. Das wird heller, es wird immer besser, 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 besser. Wann ist es zu viel? Na, also es ist spätestens dann zu viel, wenn wir hier überhaupt gar keine Schatten mehr drin haben bei 100%. Und wenn hier schon die Farben weggehen und das Ganze blass aussieht, geht man mal noch ein bisschen dichter ran, dann sieht man wahrscheinlich auch schon die ersten Tonwertabrisse, die sich hier allerdings noch in Grenzen halten. Also rein theoretisch wäre sowas möglich, aber wirklich schön ist es nicht. Also sollten wir doch eher bei ungefähr sowas hier bleiben. Ja, die Vorschau zeigt uns, dass es vorher so ausgesehen hat und jetzt doch schon eine ganze Menge mehr Zeichnung hat. Das nächste sind die Lichter. Die Lichter müssen wir nicht unbedingt wirklich hier korrigieren. Man kann sie dann abdunkeln, wenn es schon Stellen drin hat, die beinahe ausreißen, also beinahe zu hell sind. Und man sieht, was passiert, wenn wir das hier machen. Es kommt noch ein bisschen mehr Zeichnung rein, ne, durchaus. Also gerade hier in diesem Bereich ist es ohne das Abdunkeln der Lichter sehr hell und mit dem Abdunkeln etwas durchgezeichneter, kann man sagen. Also können wir das durchaus tun, können ein bisschen 25% hier reingeben. Und jetzt müssen wir das ganze Bild nochmal betrachten, denn etwas gelitten hat der Gesamtkontrast. Gucke ich mir das an, dann ist der deutlich höher, natürlich viel zu hoch. Hier ist es ein bisschen weich gespült beinahe schon, also möchte ich den Mitteltonkontrast noch ein bisschen nach oben fahren, um einen natürlicheren Gesamteindruck zu bekommen. So, jetzt haben wir die Tiefen aufgehellt, die Lichter abgedunkelt, den Mitteltonkontrast erhöht. Und das führt dann oft dazu, dass man sagt, naja, aber insgesamt so richtig gut ist noch nicht mehr, fehlt da noch irgendwas. Man sollte dann nochmal hergehen und sämtliche Anstellungen hier überprüfen. Ja, also gerade die Tiefen sind jetzt durch das Abdunkeln der Lichter und das Anheben des Mitteltons ein bisschen zu stark. Da gehe ich lieber runter auf diesen Wert. Dann vergleiche ich es doch sehr gerne nochmal mit dem, wie es am Anfang aussah. Bin jetzt aber ganz zufrieden damit. Damit können wir erstmal weiterarbeiten und ich bestätige diesen Befehl.